Hi Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ja, und ihr wisst Bescheid, was auf uns wartet, und zwar der Weiße Ritter. Oh mein Gott, es ist der Goldene Ritter. Ja, wer kennt die Playmobil-Werbung nicht? Gut, ich werde versuchen, diesmal nicht so oft getroffen zu werden. Ihr habt ja gesehen. Ah, Mann. Ja, schon. Ey, ich hasse das. Warum? Aha. Ich wollte schon sagen, warum hat er denn eben nicht das... Nein. Boah, ich wollte schon sagen. Ich kam ganz raus. Ohne Scheiß jetzt. Nee, ich wollte sagen, warum ist er denn nicht ausgewichen? Ich habe doch zur Seite gedrückt und so. Und dann macht er diesen nach vorne Hieb. Entweder liegt das wirklich an diesem Controller mit diesem USB-Ding, was da irgendwie rumspackt, oder ich habe einfach nur falschen Reflexe. Ja, wir haben schon wieder ein Herzteil. Das hat sich doch gelohnt, dann haben wir das wenigstens auch schon mal abgehakt. Schön, schön. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir hier rauszugehen. Ich glaube, das ging auch so. Ach. Ey, bin ich jetzt zu blöd? Das geht doch nicht. Ohne Scheiß jetzt. Hehehe. Oh, Mann. Hä? Hab ich doch. Ohne Scheiß, ich hab das so gemacht. Da. Funktioniert das etwa hier nicht? Scheinbar nicht. Kein Plan. Fragt mich nicht. Ich will doch einfach nur raus. Ich habe zwar keinen Schimmer, aber irgendwo muss ja noch so ein Vieh sein. Nee? Oh, ja, ist ja gut. Dann nehme ich... Oh, Mann. Ey, wollt ihr mich verarschen? Der springt da nicht, weil das ein unsichtbares Ding ist und er das eigentlich so gesehen nicht sehen kann, oder was? Ihr wollt mich doch jetzt echt auf den Arm nehmen, oder? Okay, dann machen wir es so, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Dann gehen wir halt einfach den Weg. Aber bevor du uns auch noch auf die Nerven gehst. Und du. Ja... Das war... Ey, hat er uns... Ey, das sind ja spezielle. Die klauen uns Rubine. Krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist jetzt echt der Burner. Krass. Ich finde Sachen heraus, was mir noch nie aufgefallen ist. Dabei habe ich dieses Spiel schon komplett durchgespielt. Genau wie den Vorgänger auch. Alles gesammelt und alles geholt. In jeder Ecke war ich. Aber sowas ist mir jetzt bisher noch nicht eigentlich passiert. Naja, gut, jetzt kommt eines der nervigsten Sachen überhaupt, glaubt mir. Das wird nicht lustig, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr werdet auch sehen, warum. Aber es ist eigentlich schon der Sache wert, das zu holen, irgendwo. Ja, ich finde schon. Dämmerung des letzten Tages, es verbleiben 24 Stunden. Haha, aber wir müssen das unter Zeitdruck machen. Oh yes, wir müssen das unter Zeitdruck machen. Das ist gar nicht lustig, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Nee. Aber ich habe euch versprochen, ich werde es komplett durchspielen. Also, wenn wir schon mal hier sind und das im letzten Tag geht, nach des letzten... Tages, es verbleiben 12 Stunden. Gut, wo chillt ihr jetzt? Wahrscheinlich hier am letzten Grab. Hä? Wo war denn das? Ach, da. Huch? Ah! Hauptmann, Sir! Verzeiht mir, Sir! Der Hauptmann ist da! Habt Acht! Es ist schon lange her, dass wir auf euch sahen.
Sir! Wir haben die Gräber streng bewacht, genau wie ihr es befohlen habt, Sir! Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet, Sir! Was sollen wir tun? Öffnet das Grab. Es öffnen! Zu Befehl, Sir! Alle Mann zu mir! Gut, jetzt haben die auch das letzte Grab geöffnet. Nein, wir sind keine Leichenschänder. Also, so viel dazu. Gut, dann auf und davon oder da rein, wie auch immer. Unter dem Friedhof, Leute. Yes, unter dem Friedhof. Ihr werdet gleich auch sehen, warum ich Rubine geholt habe. Denn das Ganze wird ziemlich fies. Aber sowas von. Zum Glück habe ich die Zeit ein wenig verlangsamt. So, ja, was brauchen wir? Ah, da unten ist er ja. Ich sag nur so viel. Seht ihr hier diese Stellen? Oh ja, diese Stellen sind ekelhaft. Ich sag's euch nur schon mal. Ich würde sagen, damit ich das nicht verkacke, ich mache ein Save. So. Gut, dann wollen wir mal. Du? Wer bist du? Ich kann nichts sehen. Es ist zu hell. Du bist kein Geist, oder? Ein Feenkind? Oh, so das Licht der Fee. In diesem Fall bin ich höchst erfreut. Ich suchte nach dem königlichen Schatz, doch meine Fackel ging plötzlich aus. Würdest du vor mir hergehen und den Weg für mich ausleuchten? Bitte? Klar. Ja, dann lass mich dein Licht verwenden. Führe mich an dem Ort, von dem du glaubst, dass dort der Schatz vergraben sein könnte. Ich würde den Schatz auch mit dir teilen. Ich zähle auf dich. Dann komm mal schön mit. Ja. Hierhin. Du musst mit zur Fee. Ja. Das Fiese ist, ich weiß nicht hundertprozentig, wo was ist. Und wir haben nur gering Zeit. So. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Hier scheint nichts zu sein. Bring mich woanders hin. Ja, dieses Bring mich woanders hin ist wirklich nervtötend. Komm mit. Seht ihr, was ich meine? Ihr müsst wirklich quasi haargenau vor ihm stehen. Damit er sich ein klein wenig bewegt. Och nö, daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Ja. Ich glaube, das sollte ich einfach nicht mehr vorlesen, oder? Hier scheint nichts zu sein. Bring mich woanders hin. Ja, hier kommen nämlich diese Gestalten von der Decke. Und diese Gestalten gehen einen auf den Sack. Ich sag's euch jetzt schon mal. Hey, wohin gehst du? Ich wünschte, du würdest etwas langsamer gehen. Ja, dann komm mit. Ey, du bist doch einer. Dann kommen noch diese Viecher von der Decke, diese Hände, die einen dann nach draußen bringen. Stimmt, wir brauchten gar keine Rubine. Das war dann im Vorgänger. Glaube ich zumindest. Ja, komm. Hey, wie langsam soll ich denn noch bitteschön gehen? Boah, meine Güte. Willst du mich veralbern? Das Fiese ist, wenn wir den hier hochgebracht haben. Jetzt komm doch mit. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Er soll sich einfach hier draufstellen. Ich weiß nämlich selber nicht mehr genau, was hier war. Ja, kommst du mit? Ah ne, der chillt jetzt hier drauf. Gut. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir nämlich schnell hoch. Nein! Was ist das denn? Führt das nach unten? Ach nee, das führt nach oben. Scheiße, Leute, scheiße. Geh doch. Boah, Link. Jetzt komm. Komm hier hin. Schnell, schnell.
Nein! Genau das wollte ich vermeiden. Nur wegen der scheiß Cam, Leute. Mann. Ja. Komm, du alter Sack. Ey, ey, Gollum, komm mit, komm. Er sieht nicht nur aus wie Gollum, er sieht auch aus wie der Glöckner von Notre Dame oder so. Oder dieser Igor. So ein Gehilfe. Meister! Ja, ihr wisst Bescheid. Ich denke mir nämlich eher, dass irgendwo der Schatz hier oben ist, als woanders. Und deswegen gehe ich nämlich auch lieber hier hin. Ja, komm. Ey, bitte fall nicht runter. Komm hier hin. Komm. Nein, du Pisser. Bleib hier. Komm mit. Kann ich ihn anvisieren? Ich glaube, so geht das am einfachsten. Haha. Okay, so geht es tatsächlich am einfachsten. Weil er die ganze Zeit die Fee hat. So, dann komm. Los. Jetzt. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Komm, das wäre genial. Etwas Seltsames liegt hier verborgen, aber es ist kein Schatz. Zeig mir einen anderen Fleck. Dann komm mit, du Honk. Genau, spring runter. Los, töte dich. Komm mit. Du Penner. Wisst ihr, das macht ihm nichts aus. Jetzt komm mit. Ja, komm. Nein, nein, da darf er nicht drauf. Sonst will er wieder hoch. Das sollten wir wirklich vermeiden. Krass. Ich würde sagen, jetzt müsste ich ihn hier drauf lenken. Aber das Problem ist, ich weiß nicht genau. Geht das Ding dann gemeinsam hoch? Nö, oder? Wäre schon Knorke, wenn das gehen würde. Wie kommen wir denn da hoch? Hallo? Ich habe so ein mieses Gefühl, dass wir hier hin müssen. Hä? Ach, da vorne. Nein. Oh, ich glaube nicht, dass wir das packen. Komm. Ey. Nein. Ey. Kletter schnell, ha, schneller, schneller, link, link, link. Du wirst das packen. Jetzt sag nicht, du bist hier. Ja, ich wollte schon sagen. Komm, komm zu Link. Ja, fein. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Etwas Seltsames liegt hier verborgen, aber es ist kein Schatz. Zeig mir einen anderen Fleck. Dann komm du mal mit. Ich glaube, man muss drei dieser Flammen oder Fackeln finden. Ja, da haben wir schon gegraben. Da auch. Ich habe das Gefühl, da haben wir noch nicht gegraben. Hey, wohin gehst du? Ich wünschte, du würdest etwas langsamer gehen. Komm jetzt. Ich will, dass du... Ey! Krass. Da geht das einfach weg. Ja, und die Welt geht nebenbei unter. Ist okay. Wir haben Zeit. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Hier scheint nichts zu sein. Bring mich woanders hin. Gut, wir waren da oben, wir waren hier. Dann wird wahrscheinlich nur da oben irgendwie was sein. Ah ne, da hinten ist noch. Ey, komm her, du Pisser. Schneller, schneller. Nein, da will ich nicht graben. Boah, der geht so lahmärschig, ne? Ohne Witz jetzt.
Los, komm. Aber ich glaube, das ist das Letzte und dann haben wir's. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Ja. Genau, wir mussten nämlich alle drei finden und jetzt kommt nämlich etwas und zwar ein Boss. Wow, der Anführer der Geister! Wahrscheinlich würden wir ihn mehr Schaden machen, wenn wir Magie verwenden. Bams! Na? Wo bist du? Der taucht eigentlich immer hinter einem auf. Weil man ihn dann vermutet, dass er dann im Sichtfeld bleibt. Also, das kann man sich ja eigentlich gut merken. Man muss einfach nur die Logik der Spielentwickler manchmal austricksen. Oder einfach sich in die Köpfe der Entwickler versetzen. Ja, und wir haben ihn gekillt. Ha, endlich. Deswegen teilen wir auch nicht den Schatz mit ihm. Ja, wir könnten jetzt hier quatschen, oder? Hi? Nee? Nicht quatschen? Ja, wir könnten ihn einsammeln oder fangen. Den könnte man nämlich gebrauchen für eine gewisse Mission, aber nee, müssen wir nicht unbedingt hier machen. Das kann man auch woanders. Du hast eine leere Flasche erhalten. Verwahre verschiedene Gegenstände in ihr und setze sie mit C ein. Endlich, wir haben das wenigstens hinter uns. Hä? Gibt's? Lol. Okay, hier gibt's nichts. Ach so, das soll einfach nur so ein langer Weg sein, weil man denkt, ach, da ist bestimmt irgendwas, dass man mit diesem komischen alten Sack da extra auftaucht und dieser Sack, der gräbt dann und im Endeffekt habt ihr das alles umsonst gemacht. Ja, wer kennt das nicht? Der Weg war umsonst. Ja, und wisst ihr, wo wir jetzt hier sind? Ja, wir sind in seinem Häuschen und guck mal, der zittert vor Angst, Angsthase. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Warte, ich muss mir das reinziehen. Oh Gott, wie so eine Leiche, die am Zucken ist. Gut. Ja, dann habt ihr auch mal das Häuschen von ihm gesehen, weil ihr euch wahrscheinlich auch gefragt habt, was wohl hinter dieser Türe sein mag. Gut, bevor ich jetzt den letzten Tag auf, wieder zurückspule, haben wir ja noch Zeit. In der Zeit werden wir nämlich noch was... Nein, das wollte ich nicht. Noch was anderes machen und dafür brauchen wir hier die Garus Maske. Ja, Garus Maske, die brauchen wir jetzt. Ach ja... Ja, ich weiß, du würdest uns eigentlich angreifen und du auch. Aber haut ab, geht lieber weg. Legt euch nicht mit dem Meister an. Nicht umsonst haben wir die Maske, worauf ihr einen Eid geschworen habt. Wer sie trägt. Gut, jetzt müssen wir nämlich die Garus-Maske tragen, um diesen Typen da oben anzuquatschen. Denn er sagt Folgendes. Ja. Was für eine hübsche Maske. Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, der einst von den Zinnen des verschwundenen Schlosses spähte. Damit sollte es möglich sein, die wandernden Geister seiner einstigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Ja, und er hat jetzt einen Baum für uns beschworen, damit wir da hochkommen. Ja, das war quasi der Schlüssel für das Ganze. Wenn ich auch mal treffen würde. Geht doch. Ihr seht ja auch irgendwie gruselig aus. Ich kann euch auch im nächsten Part mal zeigen, was diese Maske so drauf hat. Aber dazu kommen wir gleich. Ich will erstmal... Wow. Ah, mir geht das auf den Sack. Ich will mich schneller fortbewegen. Ja, kommt. Das lassen wir erstmal so
Stimmt, hier kommen, glaube ich, auch so Gegner aus dem Boden eigentlich tagsüber. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ihr werdet das wahrscheinlich noch oft genug sehen oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ikana Canyon! Oh ja. Ja. Wie ich dieses Gebiet eigentlich damals gehasst habe, aber ich liebe es jetzt. So, was steht denn da? Nach Ikana, jenseits des Canyons. Vorsicht vor Okto... Was? Oktoros. Nee. Oktorokos. Nee. Oktorokos. Ach, scheiße, Mann. Wie? Oktorox. Oh Gott, Oktorox. Meine Fresse. Das war jetzt ein Zungenbrecher für mich. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und hier braucht man einen Eispfeil, um rüberzukommen. Deswegen könnt ihr auch vorher nicht weiter. Das heißt, ihr müsst in den Tempel gegangen sein. Ja, ich hab's gerade vergeigt, ich weiß. Ja, du Penner. Ist okay. So. Wer sich fragt, was da ist, ja, da können wir rein. So viel kann ich euch schon mal versprechen, aber da gehen wir später hin. Da gibt es nämlich ein Herzteil. Wie ihr das bekommt oder wie ihr das bekommen werdet, das ist noch ein bisschen... liegt in den Sternen. Ich will nicht so viel verraten. Gut. Ich würde sowieso sagen, dass wir erst so gegen Ende uns auf die Herzteiljagd begeben. Dann habt ihr auch so eine kleine, bessere Übersicht. Oh, nein, nein, nein. Oh, die will ich jetzt so fangen. Yes, ha. Korrekt. Du hast eine Fee gefangen. Dieser kleine Helfer stellt deine gesamte Energie wieder her, wenn du dein Herz, ach, wenn du dein letztes Herz eingebüßt hast. Platziere die Flasche mit der Fee auf C, um sie einzusetzen, wann immer du willst. Ach ja, das war jetzt, okay. Gut. Ich glaube, ich sollte mal, ja, die Hasenöhrchen ausziehen. Ich will euch nämlich noch was zeigen, bevor dieser Part hier endet. So, ja, dann haben wir schon mal die Eule aktiviert, bevor wir die Zeit zurückspulen. Genau, ich wollte euch ja zeigen, was passiert, wenn man diese Maske hier trägt. Genau. So, jetzt passt auf. Ihr werdet sehen. An gewissen Orten reagiert Navi, wie jetzt zum Beispiel, und wenn ihr die Maske auf habt, dann passiert das. Meister, ihr habt gerufen. Was bist du? Ja, und diese Typen... ja, die sind scheinbar mit einem Schlag besiegt. Unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Am Gipfel des Hügels hier in Ikana wirst du keinen Menschen finden, mit Ausnahme eines Mannes und seiner Tochter, die in einem Haus mit einem großen Wasserrad leben. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Ja, so könnt ihr euch dann Tipps holen. Ja, ja, wir wurden getroffen und verflucht, das heißt, wir können unser Schwert nicht ziehen. Du wurdest verhext. Ja, genau, verhext. Was? Verhext? Du kannst dein Schwert nicht mehr ziehen, ja. Gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder ins Dorf. Hey, warum? Ich spiele das doch. Warum geht das nicht? Warum klappt das nicht? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich spiel? Oh. Ey. Sorry, Leute. Ich habe mir das falsch angeguckt. Und man musste was... oh, wie dämlich von mir. Ey, mir ist das die ganze Zeit nicht passiert. Ich habe das von Anfang an auswendig gekonnt. Und jetzt passiert mir so ein Mist. Ja. Ich hätte es einfach von
unten nach oben spielen müssen, anstatt von oben nach unten. Fragt mich nicht, warum ich auf einmal so darauf gekommen bin. Ich denke mir mal, ja. Ich habe mich selber irgendwo verwirrt. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck bin, weil ich da unten auf die Uhr geguckt habe. Und die Uhr schlägt schon 25 Minuten und fast 20 Sekunden. Jetzt sind es schon 20 Sekunden. Ja, ich würde jetzt sagen, ich bringe kurz das Geld zur Bank, dann drehe ich die Zeit zurück und dann beginnt auch der nächste Part, also für euch. Na, wie viel haben wir denn? Ja, ich will noch was einzahlen, auch wenn das wahrscheinlich das Letzte ist, was ich tun werde. Genau! Schaltet nicht weg, es könnte sein, aber ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Oder? Was? Du willst wirklich so viel hinterlegen? Du scheinst ein reicher Kerl zu sein. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 999 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Ja. Ich war mir sicher, man hat eine Herzzahl bekommen, oder hatte ich das schon bekommen? Naja, egal. Auf jeden Fall, habe ich das Richtige getan, unsere Reichtümer in Sicherheit gebracht. Das heißt, wir haben schon mal genügend Geld, um eine gewisse Maske noch später zu beschaffen. Also daran sollte es auf jeden Fall nicht scheitern. So viel kann ich versprechen. Und ja, ich würde sagen, den Part beende ich jetzt. Moment. Navi wird uns noch was sagen, das habt ihr ja nicht gesehen, weil ich beim letzten Mal ja, den Tag selber zurück oder gespult habe, ohne dass ihr anwesend wart. Dämmerung des ersten Tages, es verbleiben 72 Stunden. Südunruhestadt. Oder? Nö, sagt nichts mehr. Ja, sie sagt auf jeden Fall, wir müssen zum Canyon, bla bla. Ah. Dann fliegen wir jetzt auch noch mal kurz schnell dahin. Lied der Schwingen gespielt. Obwohl... Nee, wir fliegen da nicht hin. Denn mir fiel gerade was ein. Denn wir brauchen nämlich noch etwas für später. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.